So, gleich geht's los hier. Freuen wir uns drauf. Anstoß, ganz in Blau, die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart heute ganz in Rot. So, der VfB Stuttgart über Laurin. Und puh, da geht gleich richtig mal was. Die beiden Trainer. Aber jetzt erstmal nächste Möglichkeit dieses Mal für die TSG, für Joshua Kwasi. Mathis Hoppe. Joshua Kwasi kommt, kriegt nicht Ulrich. Lässt durch auf Mathis Hoppe. Wieder schön. Und die nächste Möglichkeit dieses Mal durch Kaldaroska. Der hat einen Fuß vom Allerfeinsten. Und oh! Riesenmöglichkeit und Riesenparade von Finn Andreas Böhmker. Rumtschu hinten. Und Schuss aus der zweiten Reihe. So, Umut Turmcu, Tom Bischoff. Nächste Möglichkeit für die TSG. 2x3 und 1x4 Tore für die TSG. Wir sind gespannt, ob das weiter so bleibt. Ja, erstmal Turmcu. Und Böhmker. Oh, klein, klein da hinten. Kaloska, Eklov. Und direkt in die Arme von Nahuel Noll. Lässig. Bischof. Kalambay. Schön gemacht. Wieder auf Lässig. Tor! Tor! Valentin Lässig! Ja, ist denn möglich? Gerade erst wieder die Halbzeit beendet. Der Analyst kommt zurück. Und schon fällt hier das 1:0. Aber auch herrlich gespielt. Wir sehen es nochmal. Bischof hier. Dann Kalambay lässt durch auf Lässig. Und jetzt zieht er ab. Der geht rein. Und ja, keine Chance für Finn Andreas Böhmker im Tor des VfB Stuttgart. 1:0 Führung für die TSG. Natürlich mit der kalten Dusche für den VfB gleich nach 2 Minuten. Aber Moussa Cissé und ich gebe euch die mal ein bisschen. Oh, gerade mal ganz kurz abgelenkt gewesen und schon steht es hier 1:1. Der VfB gleicht aus. Wir schauen es uns nochmal an und jetzt schauen wir uns sogar nochmal ein bisschen innere, längere Version an. Da geht's. Ballgewinn von Quincy Butler. Der bleibt hängen. Aber dann Schuss aus der zweiten Reihe noch von Umut Turmcu. Bischof auf Kwasi. Aber jetzt erstmal Drakas. Wow! Was eine Möglichkeit. Die ist noch nicht vorbei. Immer noch der VfB. Bischof nochmal versucht, nochmal durchzustecken, aber geht nichts und ich glaube, das war's. Ja, das war's mit 1:1. Geht die Begegnung TSG Hoffenheim gegen die VfB Stuttgart zu Ende. Fazit muss man sagen,
sehr beherztes Spiel, sehr schnelles Spiel, tolles Spiel. Der VfB Stuttgart hat bisher die Mannschaft, die den TSG-Lern hier am meisten abgefordert haben. Unterm Strich das 1:1 geht absolut in Ordnung. Glückwunsch an beide Mannschaften und Dankeschön für dieses Spiel. Dankeschön auch an euch fürs Zuschauen.